IC 2342 nach Dresden Hauptbahnhof. Der Flughafen Berlin-Brandenburg, ein malerisches Beispiel für Missverständnisse und Fehlkalkulationen. Als Eröffnungstermin Juni 2012 angegeben wurde, buchten viele ihren Urlaub in der Hoffnung, von einem neuen, hochmodernen Flughafen abfliegen zu können, nichts ahnt von dem, was Anfang Mai 2012 schließlich verkündet wurde. Die Eröffnung des Airport BBI werde sich auf 12 Wochen bis auf nach den Sommerferien verzögern. Unter einigen Umständen verzögert sich die Eröffnung bis auf unbestimmte Zeit. Oktober 2017 ist, Stand August 2016 nun geplant. Sollte dies der Fall sein, würde auch gleichzeitig der Bahnbetrieb des neuen Bahnhofs starten. Dieser soll aus gemischten Regional- und Fernverkehr bestehen. Auch ein IC der Relation Rostock-Dresden soll nach Fertigstellung der Dresdner Bahn Bestandteil des Fahrplans sein. Februar 2018. Der Flughafen ist nun schon einige Monate in Betrieb. Sie übernehmen nun den gerade aus Rostock in Berlin-Gesundbrunn eingefahrenen IC 2342 Richtung Dresden bis zum Flughafen Berlin-Brandenburg. Sie halten in Berlin Hauptbahnhof und Berlin-Südkreuz. Abfahrt ist um 15:18 Uhr. Schalten Sie bitte nur SIFA und PZB an. Lassen Sie die LZB aus, da es sonst zu unnötigen Zwangsbremsungen am Abzweig Großbeeren kommen kann und Sie ohnehin nur knapp 10 Kilometer in der LZB-Zone fahren. Sollte das Signal vor Ihnen noch auf Gelb stehen, bestätigen Sie dies bitte und befreien Sie sich erst nach der 1000-Hertz-Überwachung. Es folgt HP1. Gute Fahrt! Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Train Simulator 2022, sorry, mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spitters. Wir werden heute ein wenig im Sandwich fahren, und zwar den IC 2342 von Berlin Gesundbrunn bis nach Berlin Brandenburg Airport. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe, wie gesagt, den Sound etwas abgeändert, und ja, ihr seht das Repaint ja schon so ein bisschen durchschimmern. Ist so ein wenig schneebehaftet, die unsere gute 101, und außerdem hat sie das CW-Fotobuch Werbegewand an. Ich würde sagen, wir starten, und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Szenario. So, wir öffnen die Türen, hüpfen in unsere Lok, dann machen wir natürlich zuerst mal die Versicherungssysteme an, beziehungsweise Zugsicherungssysteme. PZB. Und die SIFA, die LZB sollen wir ja wie im Text gelesen weglassen. So, dann Fahrtrichtungsfelder nach vorne. Das drehen wir auch schon mal wieder um, sonst haben wir gleich ein Problem in Abfahren. Das machen wir auf Dunkel. Upsa. Dann natürlich Spitzenlicht und Fahrkabinenlicht. Außerdem brauchen wir noch die automatische Fahr- und Bremsautomatik. So, die schalten wir vorerst auf 40, bis wir uns befreien können. So. Ja, ich würde sagen, da sind wir eigentlich abfahrbereit. Wie gesagt, Zugsicherungssysteme sind eingeschaltet, Zugspitzenlicht ist eingeschaltet. Ihr seht, hier ist ja die andere 101 als Schublok. Und dazwischen halt der IC. Da kommt noch gerade ein ICE3 reingefahren, und außerdem ist ja allerlei S-Bahn-Verkehr, wie ihr seht. Typisch für Berlin. Ich habe mir gedacht, da ich ja am Dienstag nach Berlin fahre, mache ich jetzt noch mal ein süßes kleines Berlin-Szenario. Ich finde das sehr schön. In Berlin kann man richtig schön fahren. Ich finde, allein das Geräusch der S-Bahn und U-Bahn hier in Berlin ist einfach einmalig. Das ist, da freue ich mich richtig drauf, das wieder zu hören. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben jetzt gleich Ausfahrt. 15:18 Uhr. Das dürfte jetzt gleich der Fall sein. Dort immer so. In Berlin Hauptbahnhof halten Sie bitte im Abschnitt F bis G. Ja, das werden wir tun. Schauen jetzt hier noch zu, wie die Türen zugehen. Und dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse und setzen uns langsam in Bewegung.
Ausfahrt aus Berlin. Gesundbrunnen. Auf geht's. So, da leuchtet schon, haben wir schon mal wechselblinkend PZB, aber keine 1000 Hertz Überwachung, also befreien wir uns einfach und setzen die AFB direkt schon mal auf 90, weil mehr dürfen wir sowieso gleich nicht fahren. Wurde da ja schon angekündigt, beziehungsweise ist jetzt auch schon auf 90. Und dann machen wir das so. Die SIFA drücken wir natürlich, um Himmels Willen. So, nächste Station, Berlin Hauptbahnhof. Auf Gleis 4. Natürlich machen wir auch Instrumentenbeleuchtung. So. Sehr geehrte Reisende, wir erreichen dann in Kürze Berlin Hauptbahnhof voraussichtlich auf Gleis 4. Sie werden dort alle vorgesehenen Anschlusszüge erreichen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Berlin Hauptbahnhof aus- und umsteigen, danken für die Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Der Ausstieg in Berlin Hauptbahnhof dann in Fahrtrichtung rechts. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will arrive at Berlin Central Station on Platform 4. All connection trains will be reached. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. The exit in Berlin Central Station is on the right. Ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an, die Ansage. So, wie gesagt, 90. Und dann haben wir gleich 60. Kurz vorm Tunnel. So, ich glaube, nächstes Signal ist dann schon 60 Ankündigung. Ah, hier noch nicht, kommt aber gleich. So, da schon mal quittierpflichtig. Heißt, wir können hier schon mal ein bisschen wegnehmen. Und lassen uns schon mal so langsam auf 60 bremsen. Weil wir sind nämlich unter PZB, unter 1000 Hertz Beeinflussung. Und ist das nicht so witzig, wenn wir da zu schnell sind. Müssen nämlich jetzt gleich am nächsten Hauptsignal nochmal quittieren. Damit die PZB weiß, ja, er hat das Signal gesehen und er weiß, dass wir nur 60 fahren dürfen. Also so grob sage ich das jetzt mal. So. So, es sind die 1000 Hertz Überwachung wieder weg und wir können das wieder befreien. Und dann lassen wir uns geschmeidig in den Berliner Hauptbahnhof einrollen. Wo auch schon ein ICE steht. ICE 1 oder 2? Ah, kann man jetzt im Dunkeln schlecht erkennen. Aber ich tippe mal auf 1. So, dann fangen wir leicht an zu bremsen hier. Wie finde ich übers Signal schießen? Einigermaßen pünktlich. Das noch ein bisschen nach vorne rollen. Und auch den ganzen Bahnsteig ausnutzen. Drücken natürlich die SIFA währenddessen. Und dann sind wir auch schon da. Wirklich, wie ich finde. Und öffnen hier die Türen. So, damit wären wir in Berlin Hauptbahnhof angekommen. Jetzt können wir auch mal schauen, was das hier für einer ist. Upsa, das war zu tief. Es ist der Zweier. Gut zu erkennen an der, hier an der Bugklappe. Also der Zweier hat die Bugklappe schon und der Einer hat die eben noch nicht. Und daran kann man die ganz gut auseinanderhalten. Wie ich finde, auch der einzige sichtbare Punkt, an dem das ja,
auseinanderzuhalten ist. Also wie gesagt, der eine hat da hier komplett dicht, hat keine Bugklappe und der Zweier hat halt diese Bugklappe hier. Und da drin ist dann halt die Scharfenberg-Kupplung, wo er dann auch sich mit einem anderen, zweiten Zugverband, also zweiten IC2, verbinden kann. So, da haben wir zum Beispiel das Par Excellence, das komplette Gegenteil. Hier ist ja jetzt der Einer, wie ihr seht, ne, sagte ich ja gerade, der hat das komplett dicht, der hat keine Bugklappe, das ist der Einer. Und ihr seht, die sehen ja so gut wie gleich aus. Ne, und von daher, wobei, ne, der Einer hat, der Zweier hat ihr Fenster, also schon Passagiersicht, während der Einer ist ein reiner Triebkopf. Da sind die Wagen noch an den Triebkopf gekoppelt. Und beim Zweier stehen die Passagierwagen auch schon, sind die praktisch mit dem Triebwagen verbunden, mit dem Triebkopf. Also daran kann man die auch noch ganz gut erkennen. Aber der sichtbarste oder auf am schnellsten erkennbar ist das wirklich hier, wie gesagt, an den Bugklappen. Der Einer hat sie nicht und der Zweier, der abgefahren ist, hat sie. So, gehen wir mal wieder rüber zu unserem Zug hier. Während da noch ein RE reingefahren kommt, machen wir hier mal ein schönes Foto von unserer Werbel 101 von CB Fotobuch. So, das ist eine 143 samt ihren Dostus Ziel. Steht jetzt leider nicht da dran. Oder? Ah, Ludwigsfelde, RE4. So wie am Ausfahrt. Das heißt, wir lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf. Störung. Das war zu schnell. Ach, siehst du? Jetzt habe ich durch das ganze Quatschen das hier vergessen. Na egal. Passiert. So, 60. Zugbeeinflussung. So, SIFA. Machen die AFB ein wenig. Tunnels machen wir es mal ein bisschen heller. Ich hoffe, diese kleine Verzögerung von gerade hat jetzt sich nicht sonderlich auf den Fahrplan ausgewirkt. Das wäre nämlich schade. 15:30 sollen wir Berlin-Südkreuz sein, also in gut 4 Minuten, 3,5 sogar nur noch. Aber das sollten wir eigentlich schaffen. Ah, dann kommt gleich Einfahrt Berliner Potsdamer Platz. Wie gesagt, in Berlin ist ja alles super mit der Bahn erreichbar. Also ob S-Bahn, ob U-Bahn, ob Regionalexpress. So kann man sogar mit dem IC, ja gut, nee, das weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Aber mit dem RE jetzt vom Alexanderplatz bis nach Berlin Hauptbahnhof zum Beispiel fahren. Ist zwar eine kurze Fahrt, aber ist immerhin besser als zu laufen. Wir begrüßen auch die in Berlin Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im IC 2342 zur Fahrt nach Dresden Hauptbahnhof mit Halt am Flughafen Berlin-Brandenburg in Elsterwerda und Dresden-Neustadt. Unser nächster Halt ist dann in wenigen Minuten Berlin-Südkreuz, der Aufstieg dort in Fahrtrichtung rechts. Ladies and Gentlemen, welcome on board on this Intercity to Dresden Central Station via Airport Berlin-Brandenburg, Elsterwerda and Dresden-Neustadt. Our next stop will be in a few minutes Berlin Südkreuz at Platform 4. We wish you a pleasant journey. Ja, die Ansagen sind sehr gelungen in diesem Szenario. Kann ich nur nicht voll des Lobes, also hören sich sehr, sehr gut an, eingesprochen an.
auch von der Lautstärke her sehr verständlich und sehr klar. Es gibt ja auch Szenarien mit Ansagen, die, naja, die versteht man nicht immer so wirklich, weil entweder zu leise oder zu undeutlich. Aber hier muss ich sagen, sehr klar, sehr deutlich und auch von der Lautstärke passend. Sondern ich sollte die Siefer drücken. So, dann nähern wir uns auch schon Berlin Südkreuz. Uhr 12 jetzt sollte eigentlich passen. So, und ich muss mal kurz hier Signalkunde machen. Da noch nicht. Aber ich meine, vor Südkreuz würde es gleich irgendwo eine Beschränkung geben. Jo. Da fährt ein ICE3 mit offener Bugklappe. Das ist aber nicht witzig. Weiß nicht, ob die das in real wirklich dürfen. Ich glaube es beinahe nicht. So, hier ist auch noch nichts. Da vorne ist quittierpflichtig. Wir hauen schon mal die Bremse rein hier. Nämlich jetzt unter 1000 Hertz Beeinflussung und da sollten wir nicht zu schnell sein. Oh, was steht denn da für eine schöne 101? Schaut euch das mal an. Ja, wunderschön. Also das ist ja das Schöne bei den 101ern, dass man die mit allen möglichen als Werbeträger benutzen kann, mit allen möglichen Plakaten, allen möglichen Aufklebern. Ist wirklich... Dafür sind die 101 wirklich gut. Wegen ihrer glatten Außenhaut. Also, das kann man bei einer 189 zum Beispiel nicht machen. So, ich denke, alle Wagen stehen im Bahnsteig. Von daher. So, auch hier sind wir pünktlich. In Berlin-Südkreuz. Genau, da wollte ich mal eben schauen hier. Zug um Zug, Azubis der Deutschen Bahn, Europa für ein tolerantes Miteinander. Ah, eine sehr, sehr schöne Beklebung, muss ich wirklich sagen. Ein sehr, sehr schönes Repaint. 101-101-4. Geil. Also... Zug um Zug Europa verbinden. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Bahn-Azubis gegen Hass und Gewalt. Ja. Das halte ich für sehr, sehr wertvoll. Ja, okay. Doch, sehr, sehr schön. Ah, hier ist der Snackpoint. Na dann. So, hier sieht es übrigens so aus in Berlin Südkreuz. So, da hinten kann man noch so ein bisschen Berlin an sich erahnen. Ist natürlich jetzt nicht so 100.000-prozentig. Aber da hinten seht ihr die drei Dinger da, die drei Gebäudeteile, die sind, glaube ich, schon ziemlich auffällig. Den Reichstag und so weiter erkennt man jetzt gerade nicht. Weiß gar nicht, ob der überhaupt lizenziert wurde. Aber ja, so ungefähr, ne, ist jetzt ein bisschen weg, aber man kann es erkennen, dass es Berlin sein soll. So. An Abschnitt B sollen wir halten. In Berlin Airport. Ach. Ja, wir haben auch eine Störung. So, aber auch hier waren wir pünktlich. Und das sollten wir jetzt in Flughafen Berlin auch schaffen. So, ich würde sagen, machen die AFB erstmal wieder auf 60. Na.
weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich ernst gemeint ist mit diesen Abschnitten. Ob man da wirklich anhalten soll oder nicht. Oder wenn man es nicht tut, was dann passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt den F bis G angehalten habe, ehrlich gesagt. Ich werde versuchen, am Flughafen jetzt im Bereich B anzuhalten. Auch die in Berlin-Südkreuz zugestiegenen Fahrgäste begrüßen wir herzlich im IC 2342 zur Fahrt nach Dresden Hauptbahnhof mit Halt in Elsterwerda und Dresden Neustadt und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Halt ist dann um planmäßig 15.53 Uhr der Flughafen Berlin-Brandenburg. Ladies and Gentlemen, welcome on board on this Intercity to Dresden Central Station via Elsterwerda and Dresden Neustadt. Our next stop will be at 1553, the airport Berlin-Brandenburg. We wish you a pleasant journey. Ja, wie immer sehr, sehr schön. Ich hab das Fernlicht noch an. Das brauchen wir nun wirklich nicht mehr. So. Ja. Hört ihr das? Ach, jetzt dürfen wir 120. Das ist ja endlich. Ich wollte gerade sagen, hört ihr das? Dieses komische Anfahren und wieder aufhören, anfahren und wieder aufhören. Wow, da kommen wir gleich richtig auf Reisegeschwindigkeit. 160. Wahnsinn. So, 140. Das ist jetzt der längste Teil eigentlich an diesem Szenario. Bis zum Berliner Flughafen. Da fahren wir jetzt gut 20 Minuten. Nebendran steht noch eine S-Bahn. So, normalerweise würde jetzt die LZB beginnen, aber wie gesagt, wir sollten die ja auslassen. Weil das eh nur ein kurzes Stück ist. Und dann lassen wir das natürlich auch. Halten uns an die Vorgabe des FDL. Ist ja ganz selbstverständlich. So, da vorne steht oder fährt ein Regionalexpress, wenn ich das richtig deute. Und zwar Dosto voraus. Jo, richtig geraten. Ja. Und vorne dran dürfte eine 143 hängen. Aber bitte. Da überholen wir die S-Bahn. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur geil. So. Um Gottes Willen. Ah, da dürfen wir gleich sogar 200. Jetzt geht's los. Ist jetzt hier so ein bisschen Berliner Umland, wie ihr seht. Wohnblocks noch und nöcher. Ist jetzt eher die Randgegend. So, AFB bedingt können wir nicht schneller als 160 fahren, aber naja, lassen wir das mal so. Das sind jetzt noch 22 Kilometer bis Berlin, zum Flughafen und ich denke, das können wir auch mit 160 bewältigen.
Es sind übrigens 9 Wagen und ein Sandwich aus 2x101, die wir hier bewegen. Abgestellte RE und ein ICE1. Winter Wonderland mitten in Berlin. Traumhaft. So, da seht ihr den Containerhafen bzw. Güterumschlagplatz. Auch immer wieder sehenswert. Ah, eine schöne Diesellok. V160. Familie. Traumhaft. So, wir müssen quittieren. Und schnell lang. Ach, ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Scheiße! Ja, ich war zu schnell. Es musste passieren. Es musste passieren. Sicher. Natürlich. Ach, warum doch auch nicht? Kein Szenario ohne Zwangse. Ach, geil. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja noch pünktlich. Wenn wir pushen kommen, dann könnte es vielleicht noch was werden. Ich war zu schnell. So, wir haben da gerade 80 irgendwo gesehen. Da kommt der Gegenzug. Grüß dich, Kollege. Wunder dich nicht. Ah, wieder eine tolle Werbung. Sehr, sehr schön. Eine Zwangse bitte. Zugbeeinflussung. So, 80. Da war ich in der Überwachungsgeschwindigkeit einfach zu schnell und deswegen hat es mich dann getroffen, weil wir fahren nämlich jetzt hier rechts rein, rechts rum. Und deswegen ist jetzt hier bloß 80. Wunderschönes Bild. Wunderschön. So, quittieren. Zugbeeinflussung. 80 fahren wir. Wird wirklich gleich 100 fahren sollen oder nicht? Das ist die Frage. Der Abzweig hier, der ist so verzwickt. Das ruckzuck wieder Geschwindigkeitsbeschränkung, das geht ganz schnell hier. Aber da wir ein wenig unter Zeitdruck sind, muss ich das wohl versuchen oder riskieren. So, was haben wir hier gleich wieder? Oh, gleich 60. Und tiefer. Bis zum nächsten Hauptsignal Zeit, auf die erforderliche Geschwindigkeit zu kommen. Das heißt, bis da vorne.
Sonst macht's bumm. Ich habe doch die AFB auf 60 gemacht. Meine Güte, ist nicht einfach. Bisschen stressig gerade. So, dürfen uns befreien. So, und hier ist 60. Da vorne steht ein Güterzug. Seht ihr es? So, dürfen übrigens wieder 100. Wieder 80. Störung. Sifa. So, macht die AFP schon mal auf 160. Dann können wir gleich aufschalten. 100. Und haben jetzt noch 11 Kilometer bis zum Glasoverdamm. Und 15 bis zum eigentlichen Ziel Berlin Flughafen. So, was kommt uns da Feines entgegen? Ein ICE. Eins dürfte das sein. Nee, Zweier. Übrigens eine sehr, sehr schöne Strecke hier von Berlin bis zum Flughafen, also vor allem dieser Abzweig, wie der Zug sich da in die Kurve legt, also einfach traumhaft. Es gefällt mir schon sehr, sehr gut. Genau genommen, so wie es da steht, Flughafen Berlin BBI Gleis 3. Mittlerweile ist es ja der BER, der endlich fertig ist. Weil zu dem Zeitpunkt war der ja überhaupt noch nicht fertig. So, hier steht auch ein schöner Güterzug.
Mit einer Taurus vorne dran, oder was? Nee, 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 nee. 255 RBH. Sehr nice. Sie war. Ob wir das jetzt pünktlich schaffen, in Berlin BBI zu sein, ist eigentlich erstmal relativ. Hauptsache, es macht Spaß. Mir macht es Spaß. Ist ein sehr schönes, kurzweiliges Szenario mit schönen Ansagen. Und darauf kommt es mir an. Ob ich das jetzt pünktlich und erfolgreich schaffe, ist eine ganz andere Sache. Das kann ich. So, das ist der Schutzschalter hier. Das heißt, Hauptschalter ist ausgegangen. Dann machen wir den doch einfach wieder an. Dann hat sich die Kiste. Ist der jetzt eingeschaltet oder nicht? Ja. So, das habe ich überhaupt nicht aufgepasst hier. Sehr geehrte Reisende, in wenigen Minuten erreichen wir dann den Flughafen Berlin-Brandenburg, voraussichtlich auf Gleis 3. Sie werden dort alle vorgesehenen Anschlusszüge und ihre entsprechenden Flüge erreichen. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die dort aussteigen, danken für die Reise mit der Deutschen Bahn und wünschen Ihnen noch eine angenehme Weiterfahrt bzw. einen angenehmen Flug. Sehr geehrte Reisende, am Flughafen Berlin-Brandenburg findet ein Personalwechsel statt. Das gesamte Lok- und Zugteam verabschiedet sich deshalb von Ihnen und wünscht Ihnen noch einen angenehmen Tag. Die Weiterfahrt in Richtung Dresden Hauptbahnhof ist dann um planmäßig 16 Uhr. Ladies and Gentlemen, our next stop will be in a few minutes the airport Berlin-Brandenburg at Platform 3. All connection trains and flights will be reached. Thank you for choosing Deutsche Bahn today. Take care and goodbye. Ja, wie immer sehr nice, sehr informativ und sehr deutlich. Und in der Zwischenzeit ist mir aufgefallen, wir sind doch pünktlich. Na, wer sagt's denn? Trotz der kleinen Zwangse scheinen wir noch relativ pünktlich anzukommen. Da soll noch mal einer sagen, die Bahn ist unpünktlich. So, dann haben wir gleich 80. Und dann sind wir auch schon da. So, 60 war da vorhin angekündigt. So, da vorne ist gelb. Das heißt, das nächste Signal ist rot auf jeden Fall. Da dürfen wir nicht drüber sausen. Gleiswechsel. So, das mit dem pünktlich schaffen steht jetzt so auf der Kippe. Wird knapp. Mit stehen bleiben und allem drum und dran. Das wird sehr, sehr knapp. Aber ich gehe einfach mal nicht davon aus, dass wir es pünktlich schaffen.
So, herzlich willkommen in Flughafen Berlin BBI. So, zwar nicht pünktlich, aber dafür heile. So, das war's dann. Wir sind angekommen in Berlin. BBI. Flughafen. Und ich fand, es war ein sehr schönes, kurzweiliges Szenario. Es hat Spaß gemacht, Sandwich zu fahren. Die Ansagen waren toll, die Strecke war schön. Diese Beklebung ist schön. IC ist sowieso schön, 101 ist sowieso und die Strecke Berlin E. Von daher war alles schön, bis auf meine Zwangse, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich wünsche euch, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Für alle die, die neu auf meinem Kanal sind, lasst ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir hört mich dann im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Train Simulator oder ein anderes Video. Wer weiß. Bis dahin, macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dahin, ciao, servus und tschüss, euer Denny Spieters.